Nach dem Erdbeben, das Haiti getroffen hatte, ermutigte Papst Benedikt XVI. Dazu, für die Tausenden von Opfern, die Verschollenen und Kranken zu beten und versicherte, dass die Kirche durch ihre karitativen Einrichtungen weiterhin Hilfe anbieten werde. Kirche in Not hat alle Kräfte mobilisiert, um schnell und konkret den betroffenen Menschen zu helfen. Javier Legoretta, Verantwortlicher dieser Organisation der Abteilung Hilfe für Südamerika, bestätigt: Die humanitären Hilfen kamen schon an und kommen weiterhin an. Es wurden Leben gerettet, man kümmert sich um die Kranken, Tote werden begraben. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass Haiti zu 90% katholisch ist. Diese Gläubigen brauchen auch einen Erzbischof als Hirten, ebenso wie Pfarrer in den Gemeinden. Leider haben viele Priester und Geistliche ihr Leben gelassen. Die Kirche muss sich auch dieser Katastrophe stellen. Die Kirche, so erklärte das Forum Libertas, habe große Verluste erlitten. Die Erzdiözese Ponte Principe hat 80 Gemeinden mit jeweils ca. 4 Kirchen. Wir sprechen von 320 Kirchen. Das Erdbeben hat alles zerstört und wir müssen davon ausgehen, dass auch der größte Teil von ihnen zerstört wurde. Unser Werk muss den Priestern helfen, die solche Gläubigen begleiten und trösten, die ihre Familienangehörigen verloren haben. Dies kann in den Kirchen geschehen. Wir sprechen von der Rekonstruktion von 150 Kirchen und bitten um die Spenden von Kirche in Not und um größte Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse hunderter Priester und Ordensleute. Das Erdbeben zerstörte Radio Soleil und Tele Soleil, von denen wir die Bilder gesehen haben. Diese katholischen Medien waren 32 Jahre alt und wurden im Jahre 2009 neu strukturiert. Alle Mitarbeiter sind tot. Nur ein peruanischer Laie hat überlebt, Joseph Luis Carzas Neira, der für 15 Stunden verschüttet war. Auch der Erzbischof von Porto Principe, Monsignore Joseph Serge Mio, starb.